Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, Odo, und wir sind zurück mit Österreich. Bei Victoria 3. Das letzte Mal war ich leider etwas verschlafen. Bist du? Ich spreche mich. Schauen wir uns mal an. Das ist nicht lustig. So ist Modena im Piemontesischen, in der Piemontesischen. Habe ich da eine Meldung dazu gekriegt, dass sie unseren Markt verlassen haben, die Wappler? Ich meine, sie haben keine Munition, keinen Stahl. Warum haben die das gemacht? Okay, sie haben dafür andere Sachen. Aber Essen ist zum Beispiel auch teuer. Groceries sind nicht teuer. Aber Getreide. Das ist schlecht. Wow. Die brauchen keine Kohle, so ähnlich weit entwickelt sind sie. Das ist interessant. Der macht eigentlich einen Ziegler. Wenn die noch nicht einmal Kohle einsetzen in ihren Dings. Okay. Unser Markt aus. Getreide ist billig. Aber Kleidung ist relativ teuer und Möbel. Kleidung, Möbel, Papier. Vor allem Papier macht, weil ich mehr Bürokratie haben will. Unsere Institutionen aufbauen. Also was ich auf jeden Fall will, ist hier und hier den nächsten Schritt nehmen. Der ist da urwichtig, die Home Affairs. Weil er macht einfach die politischen Kräfte, die versuchen, Österreich auseinanderzunehmen, schwächer. Und das wäre auch gut, weil wir wollen, dass die Leute gesünder werden und weiter leben. Länger leben. Hohes Law Enforcement ist dann wichtig, wenn unsere Staaten in Aufruhr sind. Derzeit haben wir 4 Staaten in Aufruhr, nämlich Istrien, Venetien, Lombardei und Schlesien. Das ist ein bisschen ärgerlich, warum gerade die beiden? Istrien ist eigentlich auch wichtig. Die drei sind nämlich relativ wichtig. Wahrscheinlich, weil ich hier unterdrückte Bevölkerungsschichten habe, auch trotzdem relativ viel Industrie. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich habe hier Schwefel und Silk kommt nur von hier in Wirklichkeit. Und die hatten schon relativ viele Fabriken am Anfang. Am Product. Achso, ja, aber ich wollte die Engines auch 50% drüber kriegen. Das heißt, ich brauche die Trade Route noch. Diese Exportroute. Was ich machen könnte rein theoretisch ist, kann ich das wirklich machen, die Motorenindustrie schwächer, da kann ich nicht, nein, am modigsten Punkt, wir brauchen mehr Eisenbahnen. Brauchen wir sowieso mehr Eisenbahnen, weil unsere Transportkosten sind auch relativ gering. Relativ hoch. Das heißt, gerne mehr Railways. Machen wir das vielleicht mal so. Einfach deshalb. Um
in denen ich eher Sachen baue. Alles. Da haben wir vor allem Nahrungsmittelproduktion. Okay. Eisenbahnen. Das heißt, es kostet mich einen Haufen Engines und im Endeffekt sollte dann der Enginepreis steigen und diese Quest sollte erfüllt werden. Apropos Quest. Was haben wir hier noch? Might of Hungary kenne ich. Urbanize ist uns klar, wird nicht so bald spielen, weil wir hauptsächlich einen kleinen Teil an Staaten verbessern. From Farms to Factories wird es auch nicht so bald spielen, weil wir einfach eine unglaublich große Zahl an Peasants haben in Österreich. Patronized Realist Art. Dafür brauchen wir eine Level 5 Arts Academy. Das könnten wir allerdings machen. Das bringt, glaube ich, wir haben Level 2 hier. Machen wir zumindest nochmal 2 Stufen. Dann weiter, wie es denn Arts Academy geht. Also eben da oben, das ist, ja. Und wir können den Suezkanal surveyen. Dafür brauchen wir aber 1000 Bürokratie für 2 Jahre lang. Das ist, gelinde gesagt, sehr, sehr teuer. Das heißt, wir werden das jetzt noch nicht gleich machen. Und wir warten vor allem einen Zeitpunkt, wo wir Ägypten angreifen können. Wann können wir Ägypten angreifen? Wir können Ägypten angreifen, wenn. Oh! Es ist keiner interessiert daran. Stimmt das wirklich? Der Papst und Krakau springen auf unserer Seite ein, aber es gibt niemanden, der Ägypten unterstützen würde. Nur so Kotor und Davos, aber die sind ja wurscht. Was ist mit den ganzen Großmächten? Sind die nicht an Ägypten interessiert? Oh, das ist aber großartig. Das sollten wir schon machen. Wahrscheinlich verlieren wir dadurch ein oder zwei deutsche Staaten, weil Preußen nutzt das im Normalfall. So, was wollen wir erobern? Wir wollen auf jeden Fall Lower Egypt erobern und Suez, wenn geht. Wenn wir nicht beides erobern, dann brauche ich mich nachher, dann brauche ich mir nachher keine Sorgen mehr machen wegen des Suezkanals, den wir auf jeden Fall bauen wollen. Und Lower Egypt ist ganz, ganz wichtig. Was ich vorher gesehen habe, ist, wir haben einfach zu wenig, Opium. Ich habe jetzt das gesamte Opium am Weltmarkt aufgekauft. Und trotzdem haben wir fast zu wenig Opium, obwohl wir nur Italien, also die italienischen Kasernen mit Erste-Hilfe-Packs versehen haben. Okay. Ist ausgezeichnet. Okay, also ich will auf jeden Fall Lower Egypt. Das ist nämlich ein irre starker Staat. Und wenn geht auch Sinai. Wir werden also angreifen. Also wir werden einmal ein Diplomatic Play for Lower Egypt machen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er schreckt zurück, dann kriegen wir nur das. Oder wenn wir Krieg führen müssen, dann möchte ich beide haben. Das klingt nach einem Plan, oder? So, na dann, schauen wir mal. Conquest. Confirm. Es ist niemand da.
Okay, das finde ich gut. At War Goal. Ich meine, die Welt hasst mich dann dafür, aber was soll's, damit muss ich leben. Nein, möchten wir auch. Das sind unsere War Goals. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir mobilisieren. Und los. So, außerdem, das wird, wenn das ein Krieg wird, wird das etwas länger dauern. Das heißt, wir werden die Steuern erhöhen. Damit wir uns den Krieg noch leisten können. So, und was wir als erstes machen werden, ist hier anlanden. Alle Truppen rüberschippern, wenn geht. Und dann werden wir noch eine kleine Anlandung hier in Kreta machen. Und in Zypern. Zypern gehört gar nicht hin. Ja, wir werden auf jeden Fall hier anlanden, weil hier hat er keine Barracks. Das heißt, oh ja, eine Barrack hat er hier. Das heißt, wenn wir hier anlanden, ist es sicherlich am einfachsten anlanden. Da müssen wir die ersten paar Runden aushalten, weil dann wird er mal alles dagegen werfen. Und wenn wir das ausgehalten haben, dann können wir weiter ins Landesinnere vordringen. So machen wir das. Uff. Das ist jetzt sehr viel schlimmer geworden, weil wir jetzt die Bösen sind. Wir sind infamous mit 27, aber das wird weniger wieder. Durch werden diese Sachen teurer. Die Influence-Sachen. Ich habe das erste Mal überhaupt nicht verstanden, warum ich ständig beim Influence rauf und runter gegangen bin. Und das sind verschiedene Sachen. Einerseits sind das die Aristokraten, die offensichtlich, ein Problem haben. Warum sind die nicht happy? Ich mache nur Sachen für sie. Sie sind, warte mal. Sie haben da plus zwei, weil wir eine Monarchie sind. Sie haben plus zwei, weil wir Landed Voting haben. Sie haben plus zwei wegen National Supremacy. Plus eins wegen der Bürokratie. Plus eins wegen Merkantilismus. Plus eins wegen Police Force. Plus eins wegen Censorship. Minus eins wegen Property Women. Gut, damit können wir leben. Und plus eins für No Social Security. Insgesamt ein Plus von 2, 4, 6, 8, 9, 8. Nein, 10 sogar. Total Approval of plus 5. Capped from actual value of plus 10 is due to. Okay. Und dann haben wir minus 0,6 und zwar. Das kann maximal plus 5 sein, dieser Effekt, oder wie? Kann das sein? Und dann die anderen Faktoren verändern diesen Wert noch. Also das ist plus 5 und dann haben wir minus 0,26 wegen dem Commander Retirement, plus 1 für die Loyalisten und minus 2 für die Radikalen. Warum seid ihr radikal? Ihr habt die gesamte Macht im Staat. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Warum werdet ihr radikal? Wahrscheinlich, weil holländische, weil ungarische und italienische Aristokraten da auch dabei sind. Wo gibt es in diesen Ländern Aristokraten, die nicht süddeutsch sind? Ich hasse es so aber ich nehme mal an, das ist der Grund dafür. Was da? Wowzers, 30% der Intellektuellen sind Loyalisten. Das nenne ich mal nicht schlecht. Die Gesetze hassen sie, aber sie sind loyal. Ich finde das nicht richtig. Armed Forces Happy 8. Oh, jetzt schauen wir mal, wie das bei denen ist. Total Approval of plus 5. Und dann haben wir Loyalisten plus 4 und Radikale minus 1.
Deswegen plus 8. Okay. Cool. Wir haben Proof und plus 3. Warum? 2, 4, 5, minus 2 sind 3. Stimmt. Dann haben wir plus 1 für die Loyalisten und minus 2 für die Radikalen und plus 2 from Faith of Nation. Also plus 3 quasi. Plus 3, minus 2 sind plus 1 noch. Plus 3, plus 1, ja, okay, gut. Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Und diese Typen hier. Na. So ein Dreck. Gut, wir haben hier plus 2 von den Laws, also plus 3 und minus 1 sind plus 2. Dann haben wir minus 0,04 von Political Dysfunction. Aber wir haben plus 7 durch die Loyalisten und minus 1 durch die Radikalen. Also wir haben plus 6 dann noch. Das heißt, wir haben plus 3 plus 6 sind plus 8. Das ist der Grund dafür, dass sie. I see. Aus den Laws kann man maximal plus 5 haben. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, die Laws voll zu haben für die Aristokraten. Weil, wenn ich bei den Laws irgendwas mache, wo sie ein plus 1 durch ein minus 1 ersetzt wird, habe ich noch immer plus 5 da oben. Es wird nicht halbiert, wie ich zuerst gedacht habe, sondern es wird gecapped auf plus 5. Das heißt, wir könnten viel mehr von diesen Gesetzen machen, ohne dass wir irgendwie die Approval Rating von den Aristokraten ändern würden. Das ist ein strange Spiel, aber naja, gut. Gut, wir lassen das jetzt so. Das gibt uns ein Minus auf das Prestige, ist mir aber in Wirklichkeit relativ egal. Ob wir Vierter oder Fünfter beim Prestige sind, ist eigentlich wurscht. Wir sind so weit oben prestigemäßig mit den 790 Punkten, dass wir durch das Minus noch weit, weit vor den United States sind, die Fünfter sind und die aber auch noch eine Großmacht sind. Ja, also bevor wir den Großmachtstatus verlieren, müssten wir noch viel, viel Prestige verlieren. Wahrscheinlich müssten wir hinter Spanien zurückfallen derzeit. Das heißt, das ist mir wurscht. Ich lasse es jetzt mal so. Bei allem, das geht ja wird ja weniger. Und wenn es, glaube ich, unter 25 ist, haben wir den Malus wieder verloren. Und das wird sein. Wir werden keine weiteren Infamous-Punkte uns holen. Schauen wir mal, was Ägypten dazu sagt. Mit etwas Glück geben die nach. Dann haben wir den coolen Start, ohne dass wir viel Aufwand betreiben haben müssen. Bessemer Stahl, auch nicht schlecht. Edit. Script, das gefällt mir nicht. Ihr wollt doch nicht etwa wehren gegen uns. Die haben noch kein War Goal. Ich nehme mal an, Humiliation oder War Reparations oder so irgendwas wollen sie. War Reparations. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Wir haben die stärkere Heer, sagen wir jetzt mal. Wir haben die besseren Truppen, wir haben die besseren Kommandanten, sage ich jetzt einmal. So, was haben wir da? Schleswig End Support for Austria. So, ist mir wurscht. Spanien hat uns zum Rivalen gemacht. Sowas aber. Darfur sides with Egypt, ist mir wurscht. Ich meine, Darfur ist natürlich. Darfur kann ihnen, glaube ich, soweit ich weiß, helfen. Muss Darfur als Darfur. Aber in Wirklichkeit ist es wurscht. Die drei Maxeln, die schicken. Also,
in Österreich würde man sagen, die bloß happerten. Das ist jetzt eine sehr rassistische Aussage wahrscheinlich sogar. Sind ganz egal sind sie. Ich hoffe, dass ihr worried seid. Können wir noch War Goals machen wie Ban Slavery? Yep. Eine Infamy. Das ist gut für unsere Reputation wahrscheinlich sogar. Dass wir ihnen sagen, sie dürfen keine Sklaven haben. Ich glaube, der Computer gibt eher nach, wenn er wenn er mehr zu verlieren hat. Und die Slavery ist sicherlich etwas, was unangenehm für ihn ist. Das einzige Problem, was ich sehe, ist möglicherweise die Flotte. Schauen wir mal, was könnten wir. Kann ich euch schon verbessern? Nein, gell? Oh mein Gott. So ziemlich das Schlechte, was man haben kann, aber ich hoffe einfach, dass das passiert. So, Alois von Hartmann has challenged Fight Exter to a duel to the death. Wer ist er? Er ist unser Admiral, ein Aristokrat. Wenn der stirbt, könnte ich mal einen besseren Admiral vielleicht finden. Und wer ist er? Er ist ein General, 33 in der Headquarters. So, schauen wir mal, was kannst denn du? Mountain Combat Expert. Boah, der ist ein ziemlich starker General. Ich meine, er ist Alkoholiker. Let them fight. Das ist wahrscheinlich, dass du stirbst, wahrscheinlich, weil du Alkoholiker bist. Hm. We should stop it. Ab vom Krieg, das ist ja wahnsinnig. Ich will den General nicht verlieren, wobei es 62 ist. So lange halte das eh nicht mehr durch. Und du bist eigentlich auch nicht gut, oder? Dockyard Organizer, du brauchst wenig Supply, bist meticulous, inspirational orator. Nein, lass es uns stoppen. Wir haben noch immer zu wenig Opium. Schon allein deswegen müssen wir diesen Krieg gewinnen. Vom Ägypten, weil wir vom Ägypten nicht haben. Das bleibt uns aber nicht, wenn wir das von denen einkaufen. Sehr ärgerlich. Wir brauchen Opium für das Volk. Oder in Wirklichkeit für unsere Truppen. Aus. Gibt sie auf? Nein? Ich habe befürchtet, dass ihr das tut. Wir werden nicht beenden. Im schlimmsten Fall verlieren wir den Krieg, dann müssen wir halt War Reparations zahlen. Jetzt auch nichts machen. Political Movement disbanded. Und wieder ein Political Movement zu Agrarianism. Ja, wo ich das kenne. So, Navy, Naval Invasion, das machen wir als erstes, hierher. Nehmen
den Albrecht. Arms. Okay, schauen wir mal, was passiert. Das wird jetzt peinlich, weil unsere Naval Invasion nicht funktionieren wird, wahrscheinlich. Wetten? Aber ich schicke die stärksten Truppen, die wir haben. Diese Landetruppen sind das Stärkste, was wir in dem Bereich haben. Wir werden das schaffen. Ich habe höchstes Vertrauen. Sie glauben wahrscheinlich, dass wir hier anlanden, was natürlich Sinn machen würde, weil wir das erobern wollen, aber wir landen natürlich dort an, wo wir am schwächsten sind. Komm schon, Tage, geht vorbei. Wir müssen das schaffen. Großartige Austrian Navy, mal schauen. Jetzt müsste gleich ein Kampf kommen, oder? Au, shit. Wir werden das nicht schaffen. Arr. Mehr Boote auf ihrer Seite. Ramming Maneuvers plus 50% Fuel Rate plus 30% Special District. Ouch. Minus 50% Moral Damage Protection plus 20% Special District. Ah, Mist. Unsere Flotte ist nicht stark genug für das. Shit. Das ist schlecht. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Auf diese Art und Weise werden wir, fürchte ich, den Krieg nicht gewinnen. Oh mein Gott. Ich fürchte, den Krieg werden wir nicht gewinnen. Also wenn wir nicht binnen kürzester Zeit unsere Navy stark verbessern, wird's. Nochmal! Sollen wir versuchen, Räder einzunehmen? Wieder 48 Tage Zeit. Ah ja, und wie schon gesagt, wir verlieren dann irgendeine deutsche Stadt. Ah, wobei andererseits die Franzosen unterstützen sie. Unterstützen Bremen. Erneut Bremen. Was? Nein, das letzte Mal war es Hamburg, glaube ich. Conquer Elsa-Lorraine. Das könnte interessant werden, der Krieg. Mit etwas Glück werden die Preußen jetzt vollkommen entsorgt. Warte mal, plus 855. Gehen wir zu den Institutionen. Gehen wir darauf und weiter rauf. Schauen wir noch ein zweites Mal. Mit etwas Glück erwischen wir dieses Mal weniger von seinen Schiffen. Weiß ich nicht. Könnte gut funktionieren. Organized Spots unlocked. Okay. Das bringt uns mehr Prestige, soweit ich weiß. Komm schon. Was wir auch machen können, ist unser Begriff
fürs Militär auf. Das ist gut, das machen wir. Vielleicht sogar noch höher. Das macht unsere Stärke. Ah, Modena, du bist zurück in unsere Customs Union. Okay, nur zu. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Papa braucht einen Sieg. Ach, wieder 24. Das kann er nicht schaffen. Also, ich glaube, diesmal drin. Da. Ja, das ist natürlich schlecht. Das ist tatsächlich. Which goes to show, man braucht halt doch eine Marine. Es reicht halt nicht, einfach nur eine riesen starke Armee zu haben. Wäre natürlich cool, wenn die Osmanen mitgeholfen hätten. Mit den Osmanen hätte man nämlich. Ah, stimmt, den Osmanen hätte man anbieten können, dass sie Ankara kriegen in dem Krieg. Das wäre super gewesen. Aber die sind auch nicht dort interessiert gewesen. Das ist schlecht. Außerdem hätten sie wahrscheinlich nicht helfen können, weil. Okay, versuchen wir es mal mit Greta. Schauen wir mal, vielleicht müssen wir da kämpfen und er hat da vielleicht weniger Schippernackeln. Dann können wir vielleicht einmal Greta einnehmen. Viele Truppen sind jetzt noch nicht gestorben. Nur ein paar Schippernackeln sind geworden. Okay, plus 10 Naval Base Max Level. Das unlocks Power of the Purse. Gut, das heißt, das macht unsere Flotten stärker und wir können mehr bauen. Naval Base. Okay. Zunächst einmal gehen wir da das Base. Das macht uns nämlich stärker im Kampf. Für 12 Monate. Bist du Ehre. Okay, es macht Bäche im Kampf. Aber was wir auch machen ist, wir erhöhen das da gleich mal auf 3. Gleich alles gut. Buildings, Construction. Schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Wir hauen die Naval Bases vorne rein. Ja, das ist schnell. Haben wir gleich mal gebaut. So, und dann machen wir. Das ist auch eine bessere Technologie. Bessere. Schöne Kohle. Ironclads. Nein, die bauen wir noch nicht. Noch eine bessere Schiffstaktik, wenn wir die schnell raushauen danach. So, 39 Tage, achso, deswegen. 35, 36, 35, 34, ja, mach weiter, hier ist so lang. Das ist so schön langsam. Breach Loading Artillery Spreading. Ist okay, finde ich gut. Mal, dass diesen Angriff machen wir jetzt noch mit der kleinen Flotte und den nächsten machen wir dann schon mit der großen. Das geht ja flott, die Karotte geht das ja.
Oh, nett. Da haben wir gar nicht kämpfen müssen. Finde ich gut. Hat er entweder seine Flotte abgezogen oder seine Flotte verteidigt einfach nur die Küste hier. Ich meine, was wir natürlich machen könnten, wir könnten versuchen, da oben anzulanden in Adana und uns dann durchkämpfen nach unten. Vielleicht ist dort seine Flotte nicht so präsent. Auf jeden Fall Kreta haben wir mal erobert. Was ist das? Trade Agreement mit Sachsen. Na klar. Gott. Sachsen will ich eh auch in unser Dings haben. So. Kreta haben wir mal eingenommen. Ist mal ein guter erster Schritt. So, dann. Du gehst einmal daher und schauen jetzt einmal. Wir haben jetzt 30 da. So. Ah, das wird eh weniger mit der Zeit. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Wir brauchen mehr Truppen. Es geht uns gerade wie Russland in der Ukraine. Wir haben zu wenig qualifiziertes Personal. Kommt schon. Ihr könnt ruhig mehr werden. Ich habe da kein Problem damit. So, Herr Hartmann. Wir werden dich promoten, dass du mehr Schiffe führen kannst. Ja, okay, du hast nur 20, weil wir zu wenig Personen beim Ding haben, oder? Sehe ich das recht? Ja. Können noch ein bisschen warten. Monument to the Kaiser. A statue of Kaiser Ferdinand von Habsburg. 1855 und der ist noch immer Kaiser. was commissioned and it has been suggested that it be displayed proudly in West Slovakia, a monument worthy of the Kaiser. Das klingt sehr nach uns. Bringt uns Prestige, aber mehr radikal in Westen. Okay, gut. Oder, perhaps not everyone wishes to be reminded of the Kaiser. Gibt uns ein Minus bei der Petite Bourgeoisie. Da sind wir auf plus 9. Das wäre also nicht so schlimm. Wir würden nicht wirklich was verlieren. Wollen wir. Andererseits, ich meine, wir sind Kaiser. Ja, okay. Ist egal. Wir halten uns zurück. Gut. Aber es werden schon mehr Leute, ja, 8,3. Aber sehr langsam werden es mehr. 8,4. Croatian Migration. Large numbers of Croatian people have begun to migrate to the state of Kenya and its surrounding states. Okay. Finde ich jetzt nicht wichtig, aber gut soll sein. So, Herr von Hartmann macht noch einen Anlandeversuch. Was versuchen wir tatsächlich in Adana mal? Schauen wir mal, ob es dort besser geht. Vielleicht unterstützen. Kann sein, dass die Flotte, dadurch, dass sie von hier agiert, nur die ägyptische Küste beschützt, aber nicht, weil Kreta ja nicht zugehört und das auch nicht zum gleichen Gebiet. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Oh, warte mal. Die haben Krieg? Das ist nicht gut. Oder eigentlich ist es gut. Die haben gerade jetzt mit einem Krieg begonnen. Urarg. Return Ankara, Return Syria. Könnte positiv sein für uns. Na, schauen wir mal.
Schauen wir mal, wie das läuft, die Anlandung läuft dieses Mal. Hat natürlich, es wäre natürlich vorteilhaft, wenn die Typen von der Seite rein, dann wollen wir nicht uns um unseren Rücken kümmern. Oh, sie greifen von der Seite natürlich auch an, ist eh klar, von Tripolitaner, das ist nicht. So. Also für Explosives sind gesunken, yay! Holz steigt, wieso das? Wir importieren noch Holz aus Russland. Die müssen doch mehr als genug Holz haben, um uns noch Holz aus der Schweiz. Ein großer Maßstab. 3500 bis ihre. So, na gut, die machen nichts. Das ist, okay, der Zug ist natürlich blöd, weil den haben wir auch aus der. Das ist uns wurscht. Es geht uns hier um die Eroberung wichtiger Teile der Welt. Yes! Es funktioniert wirklich. Aber wir schaffen es nicht. Wir haben zwar die besseren Truppen, aber die Anlande Malus ist natürlich wichtig. Und wir haben insufficient Naval Support. Sehr, sehr ärgerlich, obwohl tatsächlich bei ihnen sogar mehr Leute sterben. Aber fast. Fast, fast, fast. Mit etwas Glück das nächste Mal, wenn man ein bisschen mehr, ein bisschen Glück beim Angriff haben. Könnte es sein, dass wir es beim nächsten Mal schaffen. Aber tatsächlich ist das möglich. Vielleicht sollten wir Aleppo versuchen. Die Türken sind so unfähig, die verlieren diesen Krieg auch. Das ist ja unglaublich. Obwohl wir jetzt auch noch nebenbei die Dings angreifen. So, wie schaut das aus? 10.000 Leute habt's schon. Ja, das nächste Mal versuchen wir mal Aleppo. Schauen wir mal, ob das dort besser geht. Ihr seid so unfähig und da verliert sie den Krieg auch noch. Ich wette, ihr habt den Krieg gestartet. Nichts für ungut, wir verlieren den Krieg auch, aber. Oh, sehr gut. Preußen muss War Reparations an Bremen zahlen. Das ist so großartig. Ich liebe es. Was haben wir da? Nein! Shit. Ich hasse euch so sehr. Conquer South Tyrol und Lombardy. Sag mal, spinnt's ihr? Da ist wieder Sardinien dabei, na Gott. Du greifst hier an. Du greifst auch hier an. Der Sizilien spinnt ja wohl. Man sollte keine eigenen Kriege führen. Gibt's ja wohl nicht. So, du. Mach eine Anlandung hier. Komm schon, du schaffst. Der letzte Krieg ist auch mies für euch ausgegangen.
Das war nicht lustig für euch. Könnt ihr euch noch erinnern? Nein? Wäre ich euch gleich. Bei mir schafft es eh nicht anzulanden, bei mir. So. Was ist jetzt? 18, 17. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach weiter. Wir brauchen Anlandung. Hopsi, hops. Die Türken haben tatsächlich Gebiete erobert. Ich bin beeindruckt. Naja, wirklich. Das sind wir mehr als sie und haben einen höheren Wert als sie. Sehr gut. Diesmal gewinnen wir die Anlandung. Und sobald wir angelandet sind und unsere Truppen rübergeschickt haben, ist überhaupt kein Problem mehr. Dann machen wir sie. Vor allem, weil sie da oben auch Truppen haben müssen und da auch Truppen haben müssen. Das heißt, wir greifen sie auf allen möglichen Fronten gleichzeitig an. Oh, City of Plenty, was ist das? Most prominent members of Silesia High Society have been seen organizing luxurious parties in the new and lavish urban buildings. Let them celebrate. Ja, finde ich gut. Oder? The party will never end. Plus 3 Minimum Expected Standard of Living for Upper Strata, plus 25% of Upper Strata Props in Sinne. Ja, das ist schön, aber so schlecht wie unsere Standard of Living sind, lassen wir das. Wir machen das nicht. Perfekt. So. Truppen, du bist ein guter Angreifer. Kommst natürlich hier. Die Front. Oh. Radetzky, du hast einen Auftrag. Ah, sie haben rückgezogen. Finde ich gut. Radetzky, Auftrag ist die Fans. Das wusste ich, dass das passiert. Das wusste ich. Du, mein Freund, bist auch ein Defensive Guy. Das heißt, du kommst. Hier. So, sobald die drei Truppen da sind, machen wir eine neue Naval Invasion auf der Seite. So, man nimmt. So, ich würde mal fast sagen, wir nehmen die jetzt auseinander. Weil truppenmäßig sind wir stärker als sie. Und flott. Haben wir halt ein Problem. Aber ihr seht, wir nehmen da ziemlich. Nehmen sie da ziemlich an da. Okay. Ich glaube außerdem, wir haben schon relativ lange. Ja, schon fast 40 Minuten. Viel zu lange. Okay. Das Ende dieses Krieges sehen wir dann. Richtung an. Das Ende dieses Krieges sehen wir in der nächsten Folge erst. Okay? Bis dahin, Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Schlaft, träumt was Schönes und bis dann. Ciao.